Schauen wir uns um. Hier ist überhaupt nichts. Das ist ja auch schade. Öffnen wir die Tür. Da haben wir dann wieder so zwei Wachen. Laufen die hier auch im Kreis? Hintereinander her? Ja, aber ich nehme erstmal den hinteren, natürlich. So. And done. Sudama, Level 21, New Skill. Alright. Wind War. Please select, okay. Add wind resistant to one ally. Was machen wir denn da? Physical damage to one foe with high chance of critical. So, warum machen wir denn Lucky Punch dann nicht einfach öfters? Wenn wir da schon einen relativ hohen haben. 2% ist aber auch wahnsinnig wenig. Greatly increases success rate of alignment during bla bla bla. Ich werde dich eh nicht so lange dabei haben. Aber andererseits kann ich das vielleicht benutzen für jemand anderen, das dann braucht. Ich mach mal den Sharp Student weg. Windwall. Confirm. Alright. Okay, we're done. Hurry up and move on. Okay. Entschuldigung. Den schnappen wir uns jetzt auch nochmal. So. Money. Hey, just gekriegt neues Level. Unten ein Skill scheinbar. Tempest Slash. Meniscal physical damage to one foe. To all foes. Nee. To all foes. Heavy physical damage to one foe. After Batanen. Einen von denen muss ich jetzt. Ah, ich mache einfach bei to one foe. Ja, dann mache ich lieber den raus, weil der andere ist ja auch nicht schlecht. So. Okay. That was an easy win. Let's go, Joker. Oh, wir sind ja hier drüben. Merke ich erst jetzt. It's somewhere. Wo haben wir denn hier? Und da sind wir gekommen, okay. I have something. Hier geht es scheinbar nicht weiter, deswegen machen wir erstmal den Raum. I have something. Focus. Bin mir unsicher. This coffin has a different design than the others. Does it not make you wonder why? This is odd. Why don't we check it out? Ah, da ist bestimmt ein Gegner drin. Oh nein, das Knopf. Wow, I can't believe you saw through that trick. Oh, that's gotta be a secret button or something. Let's try pushing it. Okay. Falle, wir fallen alle runter. What was that? I just heard something. Hier ist irgendwo anders ein Knopf aufgegangen, wenn ich das jetzt richtig bekommen habe, aber ich habe gerade keine Ahnung, wo. Geil, wir gehen trotzdem erstmal hier rein. I have something. Vielleicht ist es ja auch hier irgendwo. Wow, den habe ich überhaupt nicht gesehen.
It looks like this coffin is open now. Do you want to press this button? Sounds good. Ich weiß gar nicht, was... Hey. Ah, it moved! Okay, das war gerade nur, weil wir weggerannt sind, lustigerweise. Ah. It is the Anubis Stager. I wonder if we are supposed to use this radiant gem somewhere. Come on, let's just take it with us. We can figure out how to use it later. Okay, Sanctuary Gem. Sweet, hey. We got it. Let's go. Oh, fuck. Nicht gut, gar nicht gut. Das war jetzt gerade mal ein echt schwerer Kampf. Muss ich sagen. Okay. Focus. Ja, das geht mit uns gerade so ein bisschen zu Ende. Was die Punkte auch vor allem angeht. So, dann gucke ich mal. Ich glaube, ich sollte bei Persona immer den Uni zuerst drin haben. I can feel it. Focus. Na komm schon. Ich will noch diesen Abschnitt wenigstens beenden. I'll reveal your true form. Ja. Yay! New Skill! Für Morgana! Was haben wir denn? Moderate. Das ist immer blöd mit diesem Moderate und Media. Ich frage, ob ich Media denn überhaupt noch benutze. Und für einen Kampf ist eigentlich das immer besser. Moment. So. Das wollte ich vergessen. Yes. Andererseits, Lucky Punch ist... Okay, Lucky Punch ist mit High. Ja, okay. Dann kommt Media weg und wir behalten das. Ich finde es echt schade, dass wir nur hier 8 Skills behalten dürfen. Okay. Wäre eigentlich mal cool, wenn wir... Naja, mehr hätten. Da können wir einen Stein reinstecken. Hey, I've seen this thing before. It looks like where we put those gems from the dog stage earlier. Wait, don't we have a gem now? We should try putting it in there. It's not a gem. Ja, genau das dachte ich mir, das passiert. What immense power. This pathway of light is quite impressive. It seems we will be able to pass over it. It's not gonna disappear while we're crossing it, right? This is a little scary. Ja, wir können jetzt tatsächlich zurücklaufen und nochmal speichern. Wie gesagt, das sieht... Oh, da war so ein SQL-Code. It's somewhere. Wir können ja hier ein bisschen wenigstens noch weiter vor... Perchen. Porchon. Als. It's somewhere. Das kann durchaus hart jetzt werden mit denen hier. Warum laufen die auch alle da hoch? So, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Alles super funktioniert. Yay! Makoto hat ein neues... neuen Skill. Set buffers for all allies.
Ja, jetzt ist die Frage, was wir... Ich glaube, ich hau frei raus. Wir benutzen das nicht mehr. Defense Master. Nice. Okay. That was so easy, I'm yawning. Locked up. I'll reveal your true form. So. So. Läuft. Würde ich sagen, läuft. Alright. Weiß noch nicht wohin, aber es läuft. That was easy. Oh, excellent. It's a treasure chest. Oh nein, es hat ein Schloss und wir haben kein Lockpick mehr. Das heißt, wir werden hier auch nicht weiterkommen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist ein bisschen vorgehen. Aber das heißt, dass wir spätestens hier eh dann nochmal wieder zurück müssen. Ich glaube, unsere Reise ist für heute... Oh, da ist ein Speicherpunkt. So, Lifestone. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Wir werden einfach mal jetzt hier reingehen. Lustigerweise ist hier ein Speicherraum. Hätte ich jetzt eigentlich so gar nicht gedacht. Das ist Safe Room. Sanctuary. I can feel it. Ja. Na, Geld haben wir ganz gut gemacht. Jetzt haben wir wieder 231.000. Also wenn wir hier wieder rausgehen quasi, haben wir... Ja, nicht gerade wenig. Entschuldigung, ich wollte gucken, wie viel. 847, das sind zwei Kämpfe. Ach, dann fehlt trotzdem noch zwei Stufen. Ansonsten haben wir nur Archangel und Pixie, glaube ich, hochgelevelt, ne? Alle anderen brauchen noch. Mehr oder weniger. Aber die zwei zum Beispiel brauchen auch nicht mehr lange. Und dann sind die auch durch. Vielleicht mache ich hier einen Matador und mache da noch ein, zwei, drei Kämpfe. Aber jetzt speichern wir auf jeden Fall. Schauen wir vielleicht mal ganz kurz, wie es weitergehen würde. Können wir mal kurz noch machen. Alright. Let's get back to work. Wir haben ja gespeichert. Wait up! Look, there she is. It would suck if we had to go through hell again, cause we're walking up to her without thinking first. So, what you call? You want to keep going? Just a second. Okay, yes. Not a bad idea. We don't lose anything by being careful. We are in a palace after all. Okay. Das sagt uns schon eine Sache, und zwar, dass wir hier tatsächlich erstmal fertig sind. Ich werde mal gucken, ob ich jetzt noch erstmal woanders hinreise. Genau, dahin. Und dann schaue ich mal, wie schwer die Gegner da unten sein werden. Vielleicht wechsle ich auch zu... Ich weiß gar nicht, wie viel du hast gerade. What is the matter? It looks like. Und zwar für Morgana. I understand. Hast noch ein bisschen mehr, okay. Dann werde ich jetzt, das werde ich jetzt noch kurz machen. Ich werde jetzt darunter gehen, so ein bisschen leveln, bis Matador eine Stufe aufkriegt. Und vielleicht auch noch Uni. Und dann gehe ich in den Velvet Room und werde dann die Folge wahrscheinlich auch demnächst beenden. Ich wollte jetzt halt, wie gesagt, nur ein bisschen noch leveln. Vielleicht auch noch gucken, ob hier noch Vasen sind, aber das braucht ihr jetzt nicht zu sehen. Deswegen, ich blende euch wieder ein, wenn es wichtig wird oder wenn irgendwas passiert. Bis denn. Oh ja, bitte. Haha, wie geil. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Krass. Ich hoffe, ich habe das eingeblendet. Ja, Mugen hatte gleich noch Level 35 erreicht. Was nicht schlecht ist. Ja, das war's schon. Jetzt geht's hier weiter runter und ich wollte mal schauen, ob es hier irgendwie was zu klauen gibt oder nicht. Manchmal regeneriert sich das ja, manchmal halt nicht.
Neues Level, 35. Für Anne und Yuji Shock Boost. Automatically increases shock rate of inflicting shock. Gucken, was wir dafür rausnehmen können. Heavy damage to one foe. Damage to one foe, medium chance of forget. Medium chance damage to all foes. Despair to all foes. Ich glaube, ich werde den Assault Rifle rausnehmen. Ja. Sehr schön. Und Anne hat auch einen. Das ist medium to all foes. Chance inflicting burn. Jetzt muss ich mich entscheiden, was ich dafür rausnehme. Mhm. Band 8. For all foes, a firebreak. Ah, ich mach Firebreak raus. Ist ja egal. Okay. So, wir sind draußen. Wir haben fast alle, jeder Stufe 35. Ein paar Leute haben noch ein paar Fähigkeiten dazu gehabt. Eigentlich habe ich fast alle meine SP ausgebraucht. Yuji hat noch ein bisschen, theoretisch könnte ich noch 1, 2, 3 Kämpfe machen, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht großartig. Was ich jetzt machen werde, ist kurz in den Werbefroom gehen. Und ich habe es, Sudama, Oni, Matador sind ja aufgestiegen, genauso wie Archangel und Pixie gibt es auch noch. Da werde ich mal gucken, was ich da kombinieren kann. Und euch dann nochmal kurz einschalten, wenn ich was fusioniere. Ansonsten war es das dann mit der Aufnahme auf jeden Fall. Mal schauen, was dann passiert. Auf jeden Fall geht es dann nach wieder hier raus aus dem Ganzen. Ja, genau. Erstmal, ja, bis gleich. Okay. Okay, wir machen aus Archangel und Sudama, ich hoffe, der heißt Sudama, weiß ich gerade nicht, den Magician Nekomata, diese Katzenlady hier, in einem Morphsuit. Genau, ja, werden wir auf jeden Fall mal kombinieren. So, ich nehme mal genau diese Sachen, Growth 1, Lucky Punch und Regenerate 1. Das fand ich in Kombination gut mit dem Lucky Punch. Wenn wir immer Critical machen, dann können wir immer einen ausnocken. Deswegen habe ich das jetzt beibehalten. So. Genau. Und jetzt fusionieren wir das mal. Go ahead. My. Das skippen wir. Und wir haben was Neues geschaffen. I am Nekomata. If you take care of this mask, I will fulfill my end of the bargain. Bargain. Ich bleibe bei Bargain. So, behold the Magician Confident. Ich bin am Level up hier. Hysterical Clap und Windbreak. Ich guck mal kurz, was Light Damage to One Fear und Medium Damage to One for Medium Chance of Rage. Ja, dann mache ich mal lieber das mit 4 weg. Evil Touch. Und mache da Windbreak hin. Yes. Und Confirm. So, und als nächstes kombinieren wir Oni mit Matador zu Phoenix. Phoenix haben wir aber... Haben wir den schon mal gesehen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Kann sein, dass wir den gesehen haben. Weiß ich gerade nicht. Oh, der hat Freila. Und Traumnadeln hat er. Ah, okay, Traumnadeln. Schön. Ja, auf jeden Fall machen wir den mal. Was ist das? Hierophant? Was okay ist, den können wir nämlich behalten für Sujiro. Sollten wir halt nochmal benutzen, ne? Dann schaue ich mal, was nehmen wir davon? Nehmen wir noch Trigger Happy? Und gut ist es. Ja, es ist nicht viel, aber ist egal. Go ahead. My. Skippen wir. Tada! Und wir haben eine neue Persona. I am Phoenix. I am the true master of all winged beasts. And so I shall become a mask and bestow peace upon thee. Okay. Bitteschön. Dankeschön. Kriegt er jetzt nochmal. Okay.
ein Level und Diorama. Recalm. Gibt es dann wahrscheinlich nochmal irgendwas Heilendes, weiß ich nicht. Das war's. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch irgendwas hochholen möchte. Ich könnte theoretisch zwei Sachen holen und versuchen, die zu leveln. Oder ich guck, was ich fusionieren kann zu irgendeinem Charakter. Das mache ich aber nicht jetzt, sondern ich gehe raus. Beziehungsweise wir lesen jetzt noch schnell mal die Hintergründe von den zwei neuen. So. Persona Stats. Magician. Also Katzen, die lange leben, so wird gesagt, werden zu diesem Malevolent, also irgendwie bösartigen Katzendämonen. Ich weiß nicht genau, was Malevolent heißt. Malevolent vielleicht auch, ja. Malefice heißt ja irgendwie böse oder finster oder keine Ahnung, sowas in die Richtung. Ihre Kräfte variieren, je nachdem, wie lange sie gelebt haben, je nachdem, also von Gestaltwandlung bis hin zu Kontrolle über den Tod. Oder die Toten kontrollieren, glaube ich. So ist es gemeint. Ja, das ist sie. So ist sie, wenn sie aktiv ist. Kriegt auch nur einen blauen Schleier. So, und Phönix, der Vogel aus der Asche. Der legendäre Vogel der chinesischen Mythologie wird gesagt, dass er nur erscheint in Zeiten des Friedens. Er ist der Herrscher aller Vögel. Wenn er stirbt, zwitschern alle Vögel in Trauer. Dass er dann aus dem Feuer wieder aufersteht, steht da gar nicht. Aber das ist eben der Vogel aus der chinesischen Mythologie. Ich weiß nicht, ob das da anders ist. Aber so ist es. Das haben wir jetzt auch. Genau. Dann werden wir mal gucken, ob wir die noch registrieren müssen. Müssen wir nicht. Gott sei Dank. Und wir gehen raus und beenden, wie gesagt, die Aufnahme. Yes. It is time, inmate. Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal gucken, wen ich mit wem funktionieren kann, aber das mache ich jetzt außerhalb der Aufnahme. Ich beende sie, wie gesagt, ich speichere. Ob es dann beim nächsten Mal gleich noch in dieser Folge weitergeht, das werdet ihr sehen oder dass es die nächste Folge ist. Ja, mal schauen. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall und bis demnächst. Bye bye, euer JMO hier bei Moon Mods Mo. Hallo und willkommen wieder bei Persona 5. Ich bin nochmal kurz in den Velvet Room gegangen. Letztes Mal hatte ich mir noch tatsächlich eine Fusions List aufgeschrieben, Sachen, die ich übersehen habe, die ich noch kombinieren konnte. Wir haben jetzt ein paar, ich habe hier ein paar in der Liste. Ich werde jetzt erstmal Eligor machen, weil wir einen Emperor dadurch kriegen. Den wir ja eh brauchen, von daher nehmen wir den einfach, jawohl. Den erstellen wir jetzt, mal gucken, welche Sachen ich da nehme. Also ich habe mich jetzt für Folgendes entschieden. Defense Master, um zu verteidigen, um heilig und die Verteidigung von denen zu senken und Brainwash. So. Da wir mit Yusuke nicht so weit sind, kriegen wir aber trotzdem respektable... respektables Ding, glaube ich, hier zusammen. Das sparen wir uns mal. So, was haben wir denn jetzt hier Schickes? I am Eligor. I shall become your mask. Let the days of war and love commence. Und damit haben wir Eligor. Eligor. Jo. Und der kriegt natürlich ein bisschen Level up. Und wir kriegen Double Fangs. Double Fangs. Also zweimal Dankeschön. Increased Attack for only one. Ah, okay, das ist das, was Ryuji eigentlich hat. The chance of taking a critical hit. Okay, das ist auch immer ganz gut. Also das ist Feuer auf alle. Okay, gut. Wissen wir Bescheid? Bestätigen wir, nehmen wir so an. Dann kriege ich das nächste, was ich noch nicht habe. Und genau das. Weil ich glaube, ich habe noch gar keine Sun-Persona. Ich weiß es nicht. Brauchen wir für unseren Politiker. Wäre ganz gut, dass wir sowas haben. Deswegen nehme ich das jetzt auch. Und zwar Suzaku. Mit Huapo kombinieren wir das. So sieht das Ganze aus. Das hatten wir, glaube ich... Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Wir werden das alles jetzt auf jeden Fall mal gucken. Frei ist natürlich immer gut. Decreased Attack, das ist auch mal ganz gut. Und Marinkain, das ist auch so ein Standard eigentlich, das wir immer haben.
Egal. Und jetzt habe ich Only High Chance of Despair to One Fall. Also da können wir sie in Verzweiflung treiben. Ich weiß nicht genau, was es bringt. Hauen die dann ab bei Despair? Ich weiß nicht. Egal. Wir machen das also auf jeden Fall. Mal gucken, was wir uns dann noch nehmen. So, ich habe wieder Defense Master genommen, weil ich das cool finde. Feuer, natürlich dann Feuer Boost und Feuer Ausweichen. Das passt, deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. Go ahead, wir brauchen ein bisschen Sonne in unserem Leben. So, das überspringen wir. Haben ein neues, schönes Feuertier. Feuertier sage ich schon. I am Suzaku. The burning light that illuminates the future is now your new mask. Aha. Okidoki. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen Power, aber nicht so viel. So, zwei Plätze haben wir noch frei. Eine Person hatte ich noch, und zwar hätte ich gerne, ich glaube, Priest wollte ich noch machen. Ich guck gerade, wo ist denn das? Genau. Aparas würde ich noch gerne herstellen. Herstellen. Das hört sich an, als ob ich keine Ahnung, was ich mit denen mache. Aber ich würde die gerne. Entschuldigung, herstellen. Dafür muss ich die kurz zusammensammeln. Wir sehen uns gleich. So, und wir haben noch ein Makami. Habe ich das schon? Ich weiß es gerade nicht. Ich muss mir nochmal richtig Zeit nehmen und alle meine Personas durchgehen und gucken, ob ich da welche drin habe, die ich vergessen habe. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall mit den zweien hier. Apsaras. So, die haben wir schon mal gesehen. Die werden wir dann jetzt auch herstellen. Ich check mal die Skills, die wir da mitnehmen. Priestress, da kriegen wir... Wie viel kriegen wir? Rank 1. Das ist halt die von... wie heißt sie denn nochmal? Makoto. Deswegen nehmen wir die natürlich mit. So, ich habe jetzt Apt... Pupil genommen. Das ist ganz cool in Kombination mit Lucky Punch, weil das die Crit-Rate erhöht. Dann noch Garu, weil ich dachte, ach, Wind und Eis ist vielleicht ganz nett. Und ein Sharp Student, wo wir einfach weniger kritischen Schaden kriegen. So, die kombinieren wir. Es wird jetzt keinen guten Boost geben, also keinen Plus, weil wir mit Makoto in der Stufe 1 sind, aber dafür können wir die halt nehmen, um mit Makoto I am Aspras. Allow me to strum out the true emotions of your heart. I shall do so through your new mask. Und dann können wir die nehmen für Makoto. Dann müssen wir nicht immer hier irgendwas anderes nehmen. Ich habe schon vergessen, was. Aber egal. So, kriegen wir noch ein Levelchen ab. Und das war's. Das andere lassen wir mal so da stehen und nehmen dann irgendwas rein, was wir dann wirklich auch brauchen. Entweder Lovers oder mit wem wir auch dann immer rumhängen, dann hauen wir das rein. So, das war's. Fast. Fusion. Fällt mir gerade ein, ich kann ja hier die Stats, muss ich ja noch vorlesen. Und die Persönlichkeiten. Was ist Eligor? Einer der 27 Dämonen, der Goetia, oder ich weiß nicht wie, Goetia, spricht man, oder Goetia. Er sieht aus wie ein Ritter und hat die Kraft, to see things to come. Und hat die Kraft oder die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, quasi. Außerdem weiß er ziemlich viel über Krieg. Das ist beiläufig. Außerdem weiß er ziemlich viel über Krieg. So, dann haben wir Suzaku. Uah, was ist das denn? Eine der Suling Celestial, weiß ich gerade nicht, was das genau heißt. Celeste. Naja, auf jeden Fall eine der Kreaturen der chinesischen Mythologie. Es ist ein großer oder gigantischer Vogel, von dem gesagt wird, dass er in 5 wunderschönen Stimmen zwitschern kann. Es repräsentiert die Richtung Süden, den Sommer und das Element Feuer. Das ist ganz cool. Und als letztes natürlich die Priestess, die wir hier haben, Persona, ein Hindu Wassergeist, ist they are beautiful young woman who dance for the gods. Es ist ein wunderschöner Hindu Wassergeist, der eine wunderschöne junge Frau verkörpert und für die Götter tanzt. Sie führen auch die gefallenen Helden, also guide heroes fallen
in Battle. Achso, sie führen auch Helden, die im Kampf gefallen sind, in das Paradies. Das ist doch nett von denen. Ja, finde ich schön. So. Das war's. Genau. Haben wir noch etwas geschaffen? Und wir werden uns jetzt auch gleich sofort hinausmachen in die reale Welt, so sagt man. Wir könnten jetzt hier zwar noch ein bisschen rumturnen. Ich mache erstmal hier Persona. Benutze ich mal das schwächste Glied in unserer Karte. Können die jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch relativ schnell hochleveln. Mit 1, 2. Aber ich lasse es erstmal. Mache ich es beim nächsten Mal. So, und wir hauen ab. Wir haben ja noch genug Zeit. Shall we regroup, Joker? Return to the real world. Wir sind ja doch ein bisschen weit gekommen. Now returning to the real world. From Futaba's Palace. Thank you for your hard work. Wir haben ja ein bisschen was geleistet. Also, wir müssen auf jeden Fall Lockpicks herstellen. So. Took Shadow Futaba's Requests. Ja, also bitte. Das ist nicht wenig, was wir gemacht haben. Joker. It feels like we are fairly close to the treasure now. There's no doubt we're nearing the end. I see. We have grasped the overall feel of this palace, but the potential for powerful foes is still high. Let us be cautious. Now that we have entered the second half, I will be counting on you, Joker. Ja, wir haben ganz schön viel erreicht, wie gesagt, mehr als die Hälfte wahrscheinlich, nehme ich mal an. Jetzt geht's erstmal wieder zurück. What's gonna happen if we hit Mad Jad's deadline? I'm sure the Phantom Thieves will do something about it. We don't even know who Mad Jad is. What can they do about it? August 21st is the deadline, right? I can't wait. Oh man, we have to wait a whole month? Ja, es ist, wie gesagt, ziemlich lange. Eine ziemlich lange Wartezeit. Und ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt genau machen sollen. Hallo, mein Telefon klingelt. Checken wir mal auf, was hier geht. Just what's Magic gonna do? It is hard for me to even fathom what it could be. People have really been up in arms about the whole clan thing. To think a global hacker group would be targeting us. Should we just ignore them? If only we could. Wenn wir das nur könnten. Wir müssen was tun. Yeah, großartige Idee. Ja, yeah, wir müssen was tun. We have to act. Sicher, sure, but no matter how you look at it, we need a countermeasure. Our best bet would be Alibaba. But she may not be capable of it in her current state. I guess we should think of some other ways too then. Yes, it would be best to have as many solutions as possible. Well, we still got time, so let's come up with something good, okay? Okay, wir haben gesagt, wir haben ja Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit, haben wir ja, um uns darum zu kümmern. Hey, let's do something for summer since the fireworks got cancelled. What about the beach? I could buy a new swimsuit. There's nothing to do at the beach and it's going to be hot. We should just go to the movies. Well, thanks for the coffee. Ja, Kino oder Strand, was würdet ihr im Sommer tun? Also, können wir jetzt hier wirklich lernen? Ich glaube nicht. Ja, können wir nicht. Sprechen wir mit Sujiro. I hear the stocks are dropping due to the magic or whatever. Okay. Wie gesagt, wir können hier eh jetzt großartig nicht machen, deswegen gehen wir mal hoch. Schlafen. Wir haben ja dann den Tuesday, was ist das? Friday als nächstes. Who could that be at this hour? Jemand will sich wieder mit uns treffen. Since it's summer vacation, I will be heading to LeBlanc tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon, ah. The cafe is cool and quiet, and it's relaxing with its jury there, Sayuri there. It's a peaceful place. I'm thinking of relaxing and reading a book.
Moreover, we can easily meet up. Should something occur, we can kill two birds with one stone. If you would like, we could spend some time together. Iska's coming tomorrow, huh? Might be nice to hang out with him. Oh, I'm going to bed. Ja, wir können das natürlich tun. Mit ihm rumhängen, das mussten wir auch nicht zusagen, aber Iska wird sich mit uns treffen, vielleicht machen wir das auch. Mal schauen.